Oh nein, ich kann nicht speichern. Oh, ich habe die Einrastfunktion aktiviert. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Kudor! Teddy, du bist verletzt. Geht es dir gut? Ein Monster hat mich erwischt. Ich habe versucht zu rennen, aber habe mir das Bein gebrochen. Es tut weh. Hilfe! Diese Stimme. Misao? Kudor kann sie auch hören. Misao hat Schmerzen. Verdammt. Wenn ich da nur versucht hätte, Misao zu retten. Kudor? Misao und ich, wir kannten uns seit dem Kindergarten. Wir haben zusammen die ganze Zeit gespielt. In der Mittelschule, da wurde ich geärgert, weil ich mit einem Mädchen spiele. Und da hatte ich Angst, also habe ich versucht, Misao zu meiden. Und auch als ich dann gelernt habe, dass Misao gemobbt wird, habe ich ihr nicht geholfen. Und jetzt? Es tut mir leid, Misao. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich werde bald dort sein. Ich werde immer bei dir sein, sodass du keine weitere Trauer spürst. Okay, Misao? Kudo! Ah, ich gucke einfach mal. Misao? Misao kam, um mich zu treffen. Nun werden wir für immer zusammen sein. Ich liebe dich, Misao. Du hast die falsche Idee. Ich habe dich nie gemocht oder so. Oder irgendwas von dir gehalten. Und jetzt stirb. Misao! Das ist schrecklich. Misao. Misao. Ich werde Misao beschützen. Tod. Okay. Was ist eigentlich, ganz kurz, ja, das interessiert mich jetzt. Wenn ich jetzt ihm helfen würde, was würde dann passieren? Würde sich irgendwas ändern? Das hat mich nämlich sehr interessiert, tatsächlich. Ich speichere mal kurz. Nee, kann ich leider nicht speichern. Das ist halt doof. Wenn du dich umentscheiden möchtest, keine Möglichkeit mehr. Das ist ein bisschen doof. Mann, soll das so sein? Ich verstehe es nicht. So, ich skippe mal. Teddy. Teddy, das bin ich, meine ich, sorry. Misao, diese Stimme. Misao, lalala. Ba, ba, ba. Kudo, ich helfe dir. Kudo, bitte. Ja, das war mir wichtig. Ich wollte nämlich sterben. Sehr schön. Gut, jetzt machen wir das nochmal ganz kurz. Ist ja kein Ding. Kagome. Achso. Vergesse ich immer, sorry. Du hast die Tür unlocked. Ich lasse jetzt mal den Ball da. Oder auch nicht. Gut, dann nicht. Ah, Kudo, bla bla bla. Es tut weh, Hilfe. Diese Stimme, Misao. Misao hat Schmerzen. Kudo, oh nein. Es tut mir leid. Kudo. Wir schauen zu. So, dann skippe ich das nochmal ganz kurz. Oh nein, oh ja. Ja, du bist mir egal. Tot. Misao! Oh nein, wie furchtbar. Misao. Misao, ich werde dich beschützen. Darf ich jetzt speichern? Nein. Na gut, dann wird hier aber auch nichts sein, denke ich. Kagome, Kagome. Ja, aber, okay, never mind. Gut, dann kann ich eben doch ein bisschen folgen. Misao, ich habe dich gefunden. Ah. Snapped Hertai. Es ist meine Schuld. Ich habe Misao leiden lassen. Also ein Haargummi, der zerrissen ist. Okay. Das ist ja wirklich peinlich, sowas zu tun. Du bist mir vielleicht ein Kerl.
die Geheimnisse anderer Leute so ans Licht zu stellen. Deswegen nennt dich jeder ein Loser. Das bin nicht ich. Pff, wer schreibt denn sonst so gruselige Scheiße? Möchtest du mal sehen, was du geschrieben hast? Denn es ist wirklich etwas. Du kannst die Jungfräulichkeit förmlich riechen. Hör sofort auf. Hä? Du sagst dir, was ich tun soll? Aber was auch immer, ist sowieso eine Zeitverschwendung, mit dem Chip sich abzugeben. Misao, gehen wir in die Cafeteria. Du bezahlst. Hä? Ich habe kein Geld. Du darfst aber nicht nein sagen. Hurensohn. Ja. Misao, ich komme jetzt zu dir. Ascend. Das war Nummer 2. Gut, ein Snapped Hair Tie. Ah, das gehört zusammen. Also die Muddy Boots sind auch von ihr. Ja, ich bin dumm, tut mir leid. So, wir haben immer noch... wir haben immer noch ein Locker Key, Purple Lilies, ein Small Key und eine Board Notice. Das Ding ist, ich bin ein bisschen planlos wegen des Doktors. Also wir müssten ja definitiv noch dem Doktor irgendwie helfen. Also dem Doktor heißt Yoshino. Aber ich weiß nicht, wie ich in diesen Bär rein soll. Aber hier sind wir jetzt fertig, würde ich sagen. Das hat sich erledigt. Hier drüben brauchen wir Salz. Und wir kriegen Salz hundertprozentig von dieser Mandrake. Deswegen wundert mich das so sehr. Und ich würde ja sagen, dass man hier diese Lilien hinsetzen muss. Also ich finde, das ist das einzige Zimmer, das so aussieht, oder? Jetzt hat die Frage, von welchem Besitz man das aussehen muss. Ach, guck mal. Das war scheiße. Nein. Okay. Also doch hier? Das hat nicht funktioniert. Ah, wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge, oder? Also hier? Nicht hier. Doch da? Hä, was denn ist das Problem? Hier hat es ja geklappt. Das scheint nicht zufriedenstellend zu sein. C ist die letzte Reihe. Ach, hier sollen weiße Lilien hin. Oh. Ja, das muss mir mal jemand sagen hier. Du musst lesen, Teddy. Lies. Lies doch einfach. Hm. Da möchte sie sie anmalen. Ah! Oh Mann, ich bin so dumm. Wo war denn das? Nee, es war schon hier, oder? Wo war das? Wo war denn der Kunstraum? Ach, hier. Da möchte sie sie anmalen. Oh. Okay, ich mal die an. Nice. Warte, warte. Nein, ich wollte doch aber sterben. Danke. Gut, nochmal. Da möchte sie sie anmalen. Da, 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 da. Boah, da habe ich jetzt echt gehangen. Es tut mir leid. Da habe ich absolut nicht dran gedacht. Also ich dachte schon, dass der Raum hier noch eine Bedeutung hat, aber ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass ich irgendwas anmalen muss. Weiße Lilien. Darf ich jetzt gehen? Tschüss. Ja, warte, ich bin gleich weg. Ich schaffe es doch nicht. Krass. Okay. Ich kann halt aber auch nicht rennen, ne? Das ist halt tragisch. Okay. So, und jetzt schnell. Oh, ich bin hängen geblieben an der Wand. Mann. Ich bin hängen geblieben an der Wand. Ah, da bin ich außer Rand und Band. So.
Ich denke, ich muss halt bloß einen Stock höher, oder? Bitte lass mich in Ruhe. Ah! Vorne habe ich es besser geschafft irgendwie. Warum bin ich eigentlich vorne an der Wand hängen geblieben? Das verstehe ich überhaupt nicht. Purple Lilies. Purple Lilies, White Lilies. Oder soll ich mit dem Bad smacken? Warum bin ich jetzt hängen geblieben? Ich bin verwirrt, Junge. Ich bin so verwirrt. Ich war doch fast da. Ich hab's doch vorhin fast geschafft. Purple Lilies. Hä? Was habe ich denn vorhin anders gemacht? Kann mir das jemand sagen? Hier, an derselben Stelle sterbe ich. Aber ich bin doch vorhin bis zu der Treppe gekommen. Ich weiß das doch. Ich weiß doch, dass ich bis zu der Treppe gekommen bin. Tja, irgendwann schaffe ich es schon. Kann sich nur um Stunden handeln. Okay. Ich habe es scheinbar geschafft. Oder? Ja. Wo war jetzt der Raum? Da. Okay. So. Das ist die erste. Doch in verschiedenen Zimmern? Adorn White Lilies. Warte. Also es müsste jetzt B sein, oder? Mhm. Board Notice. Sie hat gesagt, in verschiedenen Räumen. Gibt es hier einen, der genauso aussieht? Ich muss sagen, mir fällt gerade kein Raum ein, der so ähnlich aussah. Das war doch so ziemlich das einzige Klassenzimmer, oder? Oh, pff. Entschuldigung, ich habe mich sehr erschrocken gerade. Ah! Das hat echt gepasst, ehrlich jetzt? Und wo noch? Das müsste C sein. Und A noch. Da. Da. Bei B haben wir ja gemacht. Gab es noch ein Klassenzimmer? Aber wo? Hier links war der komische Gang. Nee, das war's ja nicht. Hm. Wo gibt es noch ein Klassenzimmer? Das ist ein Lehrerzimmer. Das ist es nicht. Ach, hier ist noch ein Klassenzimmer. Stimmt. Warte mal, wo soll das jetzt hin? Ah, oder? Das hier? Yes. Wir warten auf dem Dach. Ach, das waren die drei, oder wie? Ah. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Hoppala. Jetzt habe ich es verstanden. Wir können weiter. Da hing ich jetzt ein bisschen. Es tut mir leid. Aber ich habe es alleine geschafft. Ohne nachzugucken. Ich bin so stolz. So, jetzt werden sie mich auch nicht mitziehen, nehme ich an. Danke für die Blumen. Wir haben gefunden, wonach du suchst. Wonach suche ich denn? Ah. Ja, okay. Dann finden wir noch Yoshino. Yoshino. Was ist das hier? Ach ja, Entschuldigung. Habe ich schon vergessen. Tja, weiß nicht. In der Cafeteria haben wir jetzt schon was erledigt. Vielleicht finde ich doch noch im... Safe, safe, ja. Alles super, danke. Vielleicht finde ich doch noch hier was. Ich würde halt sagen, so ein Skalpell finde ich, wenn, dann hier. Ayaka ist tot.
Das hätte ja sein können. Nee, das ist für das andere, oder? Ist das der Locker? Wenn ja, dann weine ich. Okay, ist nicht der Locker. Pen hier bringt nichts. Locker. Wo ist denn ein Schließfach? Ein zues Schließfach. Locker, locker. Wir machen das ganz locker. Genau, da kommen wir gerade nicht weiter, leider. Small Key. Ah! Ja, wir essen das Essen. Ich habe schon gefragt, warum man hier nicht stirbt. Nam, 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 nam. Lecker, du kannst nicht aufhören. Ich möchte essen und noch mehr essen. Nochmal bitte Nachschlag. Ah, köstlich. Dein Bauch ist so aufgebläht, dass du dich nicht bewegen kannst. Du wirst müde. Und jetzt? Oh. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Ah. Ich hab ein bisschen Hunger. Ein Hamburger. Mittagessen bitte. Ich schätze, letzten Endes hatte ich doch nochmal Bock auf Hamburger. Wow, sieht ja köstlich aus. Zeit reinzuhauen. Das bin ich. Das hat mir gefallen. Das fand ich sehr gut. Als ob mit ihr nichts ist. Jetzt mal ohne Witz. Okay. Aber ich glaube nicht, dass ich da nochmal ran muss, oder? Gut, die zwei Räume habe ich damit abge... abgeschlossen, würde ich glaube ich sagen. Oh, ich muss kurz gehen. Ein Lockhack hier. Aber es gab ja nirgendwo einen abgeschlossenen Schrank. Das finde ich komisch. Oder? Also hier unten, der hat ja scheinbar auch keinen... Nee. Ich glaube auch, dass wir hier fertig sind. Hier wird nichts mehr sein. Aber im Keller wird auch nichts mehr sein, oder? Ekelhaft! Nee, hier ist auch nichts mehr. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Mal wieder. Nicht zurückschauen. Vielleicht ist doch noch was in der Turnhalle. Kagomi. Aber ich denke mal, dass hier nichts sein wird. Nee. Wie kann ich denn Yoshinos Ark abschließen? Wenn ich kein Skalpell habe oder so. Ich muss ja irgendwie dieses Bärkostüm anziehen. Vor allem, wie sie sagt, denn, aber wie? Wie ziehe ich ein Bärkostüm an? Vielleicht muss ich dann mal Library fragen. Library, hier, gib mir einen Hinweis, bitte. Ja, das wissen wir. Das war's? Ja, das war's. Das war's. Toll, danke für nichts. Thoma geht's gut, oder? Thoma geht's gut. Schnarch, 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 schnarch. Okay, dann werde ich doch mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie Yoshinos Dings abschließen kann. Yoshi, no yeah. Oder ich muss doch mal nachgucken. Mal gucken. Ja. Oh, ach ja, scheiße, das habe ich vergessen. Tot. Okay, Entschuldigung. Nochmal, wir gehen außen rum. Bär. Ja, Hilfe. Ja, bitte nicht mehr mobben. Okay. So. Ein großes Bärkostüm. Das wäre der perfekte
Ort, um sich zu verstecken. Aber wie? Aber wie? Ich kann da rein? Dann höre ich auf. Weil dann nämlich ein Skalpell drin ist. Ah, okay. Aber ich möchte mich doch da drin verstecken. Das war... Ich möchte es gerne probieren. Ich möchte noch das Ende mitnehmen. Muss mich verstecken. Okay, warte. Ich beschleunige mir das ganz kurz. Gut zu wissen. Weil ich würde gerne ganz kurz sterben. Dann nehme ich den Skalpell. Dann können wir uns da verstecken und dann haben wir es. Dann geht's los. Ich dachte halt, ich hätte den Schrank schon mehrmals angeklickt. Das ist mein Fehler jetzt gewesen. Ach, Mann. Ja, schön. Gut. Ich möchte Tod halt wirklich gerne mitnehmen, weil ich die witzig finde. Nicht durchs Telefon laufen. Einmal außenrum. Einmal speichern. Vor Yoshino speichern. Hilfe! Ja. Ich smashe die Spacebar. Die Leertaste. Gut. So, wir verstecken uns nochmal da drin. Und ich bestehe darauf. Ich will unbedingt da rein. Oh, ich darf mich nicht mehr bewegen. Das sieht er niemals. Niemals wird er sehen, dass ich in diesem Schrank feststecke. Niemals. Aua. Das tat bestimmt weh. Sorry, musst du einen kurzen Cut setzen. Wir machen jetzt weiter. Genau, so. Jetzt schaffen wir es aber. Jetzt wird das Spiel komplett durchgespielt. Pass auf. Also, wir heilen uns. Oh, da ist ein Item. Egal, ich quetsch mich da einfach rein. Es geht nicht, deswegen gehen wir auf. So, und jetzt haben wir den Skalpell. Endlich! Gut, dann nehme ich den Skalpell und gehe da rein. Das ist auch das beste Hiding-Versteck. So, jetzt können wir auch sehen, was hier passiert. Bitte, bemerke mich nicht. Nein, hör auf, du! Nein! Kettensägen, Maschinengeräusche. Ah! Sieht aus, als wäre das Monster weggegangen. Puh. Ich bin voller Blut. Gott, warum das denn? Das ist ein Kostüm, richtig? Yoshino. Ups, hab die voll vergessen. Tihi. Ich liebe es so sehr. Misao hat auch Schuld. Sobald sie mit Toma ausgegangen ist, hat sie auf mich herabgesehen. Alles, was ich getan habe, ist, sie dafür zu bestrafen. Weiß ich nicht. Denkst du, du bist jetzt richtig geil, oder? Weil du Thomas Freundin bist oder so, hä? Slap! Aber was schaust du mich denn so an? Thomas wird euch nie als seine Freundin haben wollen, Yoshino. Euch, Frau Yoshino. Dich nie haben. Was? Bitch! Aua. Du hast vielleicht Nerven, Misao. Was? Ah! Warum schauen wir doch nicht mal, wie Lavi-Davi, Toma und du wirklich sind? Was tust du da? Lass los! Stopp! Oh, meine Güte, Misao ist ja so... Wenn man Sex toll findet. Ich sollte ein Foto machen, damit es länger anhält. Lächel mich so, sag Tschüss. Misao, du hast ja sogar dein Portemonnaie fallen lassen. Ups, tut mir echt leid. Mir ist die Hand ausgerutscht. Ich gucke nicht auf das Wort von Loot. Ich hasse es. Naja, geil. Davon wusste ich gar nichts. Ich habe niemals mitbekommen, dass das alles Misao passiert ist. Okay. Der Grabstein, er ist...
bereit.